Willkommen im Atelier. Wir sind eine relativ kreative Familie und wir Damen beschäftigen uns ein bisschen mit der Kunst. Wir malen hauptsächlich abstrakt, wie man so sieht. Also das Malen bei uns ist immer ein Prozess des Auftragens, Loslassens, Wiederfindens, daran festhalten und am Ende des Tages dann wieder des Loslassens. Also, und Zerstören ist auch immer ein guter Begriff, also Dinge, die einem gefallen, dann doch wieder zu zerstören. Unsere Bilder sind aufgebaut. Es gibt Bilder mit nur 3-4 Schichten, weil die einfach so frei weg von der Leber entstehen. Wenn der Geist frei ist, funktioniert sowas auch. Wenn dann der Ehrgeiz eine kleine Rolle spielt, dann werden aus diesen 4 Schichten oft 20 Schichten, weil man halt einfach eine Zeit lang braucht, bis man sich wieder befreit hat von dem, was einem so vorschwebt und dem, was wirklich außer muss, sage ich jetzt mal. Und ja, und das ist unsere Leidenschaft, unsere private, persönliche Leidenschaft, die wir halt auch ins Hotel mit einbinden. Und da sind wir jetzt gerade dabei und jetzt schauen wir mal, was da draus wird. Wir machen das zweimal jährlich, im Juni und im Oktober, dass wir mit einer Künstlerin, die auch sehr schaffend bei uns im Haus war, die Grabherr Anita, der Vorarlbergerin, ist freischaffende Künstlerin und Kunsttherapeutin und bei uns im Haus leitet sie die Malkurse gemeinsam mit uns, immer zu einem gewissen Thema. Also die Themen richten sie je nach Jahreszeit nach der Natur. Am Abschlussabend, am Freitagabend, ist dann die große Vernissage, die Malwochenvernissage, zu sehen, was dann wirklich für tolle Bilder von jedem, ob Beginner, ob Fortgeschrittener, zustande gekommen sind und auf der Staffelei stehen und unseren Gästen präsentiert werden.